mit mir und dir, ja, was auch immer. Wir spielen Fall Guys, geil, und ja, viel Spaß, wie wir ausrasten. Der Kreisel, geil, das klingt langweilig. Langweilig, mal gucken, und ist langweilig. Wir machen, wir müssen alle sagen, wo wir spawnen. Ich sag, ich spawne in der Mitte. Ich sag von links die fünfte Reihe, zweite Reihe von hinten. Ich back hinten in der Mauer drin. Du spawnst gar nicht, du bist einfach rausgekickt. Das wäre auch nice. Oh, Alter, ganz vorne! Wir sind alle vorne! Lukas hat den besten Spawn erwischt. Ja. Alter, schwitzt ihr alle so rein mit eurem komischen Rumgesprenge. Nein, ich hab vergessen, dass ich ja nicht drüber springen darf. Ich muss mich ja boosten lassen. Scheiße! Ich kann das Game nicht mehr. Eine Sekunde, was? Hast du es vorhin unmöglich gemacht, oder was? Was wird unmöglich gemacht? Direkt, dass man von diesen, wie heißt die, Förderband da von außen hochspringen kann. Doch, hab ich halt geschafft. Ja, ich auch. Fangen auch. Aua. Sonst schaffe ich das immer. Ja. Muss wieder reinsuchen in den Game. Du bist einfach schlecht geworden, das ist so ein Ding, ist das. Sekunde, okay. Was? Let's go, alle gamblen in der Mitte. Ja. Verkackt. Geschafft. Gönneige. Nein, jemand anders hat mich weggeschubst. Ich wurde komplett weggeschossen. Ich wurde auch runtergedrückt von jemandem. Junge, jemand anders hat mich einfach blockiert bei meinem Hechtsprung. Ich fliege gerade die gesamte Map, okay. Ah, alles gleich auch. Ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Ich weiß es aber. Zweiter. Nein, Junge, ich brauche noch ein bisschen. Ich gamble weiter, Jungs. Es ist mir egal. Digga, roll dich. Lauf lieber rein, es kann nur noch drei Stück. Das ist Scam, das ist einfach nur Scam. Nee, es ist Gamble. Es ist. Junge, ich schaff's noch. Siehst du die ganzen Leute, die da waren? Ja. Wir haben es noch geschafft. Du bist nicht. Ich bin drin. Also, ja. Das sieht man auch eindeutig, dass ich drin bin. Hier steht bei mir qualifiziert. Also, es gibt ein See, Ross. Ist es ein Walross oder ein See. Was? Seepferd. Nein, wie heißen die Dinger? Das ist dasselbe. Hier ein See, hier zwei Bilder von einem Seepferdchen und einem Walross. Dann wird es wie so die Gazellenkatze, so eine Kombination. Die verschmelzen sich quasi. Lukas wieder ganz vorne. Ja, ich hab Epic Games bezahlt. Das Game hat doch nicht Epic Games. Doch, das Game wurde egal. Von Epic Games gekauft, falls ihr das noch nicht wusstet. Hashtag Vollgeist-News, Hashtag abonnieren. Das hat nicht gerade viel Glück. Hab ich keine Ahnung. Nein. Ich hasse dich so sehr dafür, dass du mir einfach nichts gönnst. Ich bin Erster. Ich bin stolz auf dich. Ich habe immer an dich geglaubt, Monif. Ja, ich wusste. Das ist mein Freund. Oh, ich schaff das noch. Fabian, das sieht nur so aus, als werde ich runterfallen. Ich schaff's wirklich. Okay. Lukas, nein! Er hat mich noch eingeholt. Alter, warum bin ich heute so krass in Fall Guys? Ich bin so krass unterwegs. Alter, holy shit. Holy shit. Du gewinnst das noch, Fabian. Ich glaube auch an mich. Ah, der Koala, wir müssen ihn umbringen, Monif. Es kann, darf kein Koala geben, alle müssen aussterben. Okay. Bitte nicht in Real Life, aber ich meine jetzt hier im Vergleich. Nein, Real Life Koalas sind süß, ich liebe Koalas. Kleine Fritz. Geil. Ich bin raus. Salut. Ich dachte, man ist ganz selbst automatisch los, aber nee, hab ich mich erinnert, dass ich selbst. Werden muss dafür, dass ich los, damit der greift loslässt. Okay, und ich bin unsere letzte Hoffnung. Nee, ich bin hängt alles dabei. An dir. Fabian gewinnt auch noch. Ja, ich gewinne, by the way. Just saying. Nice, sehe ich, der Fabian. Moin. Moin, na? Geil. Alter, Lukas hat's geschafft. Er hat es geschafft. Und jetzt, ich muss jetzt Kommentator rausholen. Ich muss den Kommentator rausholen. Okay. Was ist das Ziel dieses. Ich hol den Kommentator raus, der muss immer größer werden. Okay, meine Damen und Herren, wir sehen hier Lukas, wie er hier den Ball schiebt mit seinen Teammates und da schiebt er den Ball runter. Jetzt sind sie auf der Hauptebene, der Ball wird immer größer. Allerdings Team Blaus Ball ist auch schon auf eine enorme Größe angewachsen. Er macht hier weiter den Leader, wie sagt man das? Den Kerl, der den Ball weiterschiebt, die Teammates blockieren ihn da und ein schöner Schub, den er dann den Ball gibt. Der Ball ist mittlerweile größer als der von Team Gelb, was niemanden wundert, denn Team Gelb ist einfach nur Dogshit. Ich hab einen Hacker-Smash, seht ihr den? Der mies aussieht wie Monif, der schwebt.
Nein, der schwebt der nicht. Der läuft bei mir ganz normal. Da wird der geschwebt. Aber safe, ich hab's auch. Bei uns läuft der normal, aber Lukas schiebt den hier weiter durch den Schnee. Seine Mates werden hier weggeschlagen von diesem Boxhandschuh. Sehr episch sah das aus. Der Ball ist mittlerweile der größte aus dem Team bei weitem. Über 15% Vorsprung hat er hier an dieser einen Stelle. Der wird immer größer. Sie nehmen hier nochmal die letzten Schneereste mit. Sie haben nicht mehr viel Zeit, aber das wird ein großer Vorsprung. Mittlerweile wieder sehr viel Vorsprung über Team Gelb, das wahrscheinlich ausscheiden wird, weil es absolut schlecht ist. Jedes Mal, wenn man in Team Gelb ist. Oh, der Ball hat ein neues Level erreicht. Der ist fast bei 100%. Sie sind bereits bei 81. Werden aber jetzt gleich von Team Blau eingeholt. Das wird knapp. Ah, ne, doch nicht. Alles gut. Sie securen das easy weiter. Und jetzt ist es nicht mehr knapp. Team Gelb ist raus an der Stelle. Ich werde Kommentator mal später nehmen. Comeback noch. Oh, ich will bitte nicht weggehext, weil ich Karte in Motor nie gewonnen. Warte, wie heißt das? Ich kann auch wie das heißt. Oh, weggehext. Ich bin richtig. Oh nein. Monif, kannst du bitte kurz Zugriff auf meinen Computer bekommen? Das dauert auch 5 Minuten. So, Lukas hat natürlich den ersten Sprungfall verkackt, aber das ist nun mal so, das kann man nicht ändern. Und er bleibt so lange möglich wie oben und schafft es sich noch zu retten. Oha, das sah sehr episch aus, wird da von dem Basketball-Skin blockiert und fällt 2 Etagen runter. Das war nicht so gut, aber er macht jetzt hier alles in der Mitte weg. Wecke mit, genau. Ganz unten macht jemand schon ein großes Loch. Ganz unten macht bereits jemand ein großes Loch. Das wird hier vor dem Krokodil weggefetzt. Das sah ja ganz, ganz brutal aus. Ich glaube, das müssen wir zensieren. Und er ist jetzt hier auf der nächsten Etage, versucht hier noch so viel wegzumachen wie möglich, damit er noch weiterkommt. Der Bauarbeiter-Skin schneidet ihm den Weg ab. Er fällt auf ein weiteres Level runter, aber er hat sich noch gerettet. Nicht noch weiter runtergefallen. Das war ganz wichtig an der Stelle. Und jetzt ist er mit einem weiteren komischen, weirden Skin auf einem Level und noch einem Munifaker in Orange. Aber hier das Duell zwischen den beiden, ist Lukas besser, hat er den besseren Ping, hat er die bessere Stabilität und der orange Skin geht tatsächlich weg. Lukas schafft hier den Sprung bedauerlicherweise nicht, schafft es sich aber auf die gelbe Ebene zu retten. Jetzt wird es ganz competitive, er macht hier nochmal den Rand weg, die meisten sind noch ein bisschen weiter oben, werden aber ganz schnell wieder runterfallen. Hier ist wieder der Baseball Skin, der Lukas bereits vorher schon runtergeschlagen hat, aber der geht an ihm vorbei. Er macht hier noch weiter die Mitte weg. Sehr konzentrierte Stille hier, das finden wir sehr gut, sowas wollen wir sehen. Jetzt muss er ein Level weiter runtergehen, muss gucken, dass er da nicht runterfällt. Das war ganz knapp, wie er sich da noch gerettet hat. Ganz enge Kiste hier und jetzt sollte er vielleicht anfangen, einzeln zu springen, damit er hier noch weiter überleben kann. Macht hier aber noch weiter den Rand weg. Kommt wieder der Baseball-Skin, der ihn bereits einmal das Leben oder das Level gekostet hat. Der Bauarbeiter-Skin schneidet ihn in den Weg ab und an der Stelle wird der Baseball-Skin vielleicht blockieren. Und ja, da ist es. Der Baseball-Skin macht ein übles Foul und Lukas ist raus. Ich bin G. Dabei sein ist alles, Jungs. Ich würde sagen, das war eine gute Kommentatorstimme von mir. Ja, und ich würde sagen, verpisst euch und lasst ein Like da.